Okay, ich glaube. Okay, wir können einfach mit dem so reden. Okay. Ich habe mich gewundert, wann wir darauf hingewiesen werden, dass wir den ansprechen können. Aber scheinbar ist eine Sache, wenn man sie verpasst, verpasst man sie. Man muss selbst drauf achten. Rohstoffen ist eingetroffen. Es gibt noch weitere Sachen, auf die wir hätten achten können. Na gut, den Geheimgang hier hätten wir früher schon nutzen können. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So. Jo. Was macht ihr hier draußen so alleine? Seht man das nicht? Ich baue Katapulte! Man jagte mich aus der Stadt, weil es zu laut sei. Blödsinn! Und als ob es nicht schlimm genug wäre, weil außerdem niemand meine Waren haben. Ich bin interessiert. Würdet ihr mir ein Angebot machen? Natürlich! Erzählt allen, wie gut meine Katapulte sind. Ihr bekommt sogar einen Freundschaftspreis. Wie ihr wünscht. Sobald ich bezahle, kann ich das Katapult abholen. Ein kostenloses Zusatzkatapult, das wir oben einfach haben können. Kämpft weiter. Nehmen wir. Bringt die Munition übrigens hier runter. Wieso fällt es ja in Medizin? Ist ja fürchterlich. Ich wollte ohnehin noch drei weitere Katapulte direkt bauen. So, zwei können nach dahin. Eins kann nach hierhin. Die Munition zu ersetzen, die wir damit gerade aufgeben. Besser als die Steine zu verbrauchen, bauen wir einfach neue Katapulte, die kostenlose Munition dabei haben. Wenn eure Schusswaffe leer ist, euch die Munition ausgegangen ist, braucht ihr eine neue Schusswaffe. Nachladen, sowas gibt's nicht. Okay, bring das Katapult hier nach dahin. Verdammt, deine Pistole ist leer. Wegwerfen, neu bauen. Okay, diese medizinische Lage bei uns ist nicht sonderlich schön. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, das ist gut, aber nicht gut genug. Ich hätte das niemals ausschalten dürfen. Jetzt zahlen wir den Preis dafür. Party ist, glaube ich, gerade nicht hilfreich. Aber hier, wenn wir Unterhaltung brauchen, könnten wir das machen. Okay. Wir können es ein bisschen beschleunigen. Angriff! Schon unterwegs. Angriff. Katapult ist leer. Nehmen wir neues. Beschützt dies. Nun muss ich noch abholen. Schon unterwegs. Ah. Nett. Wir können sie ja gleich abholen kommen. Ein Rohstoff ist eingetroffen. Erstmal müssen wir, nachdem der Quicksave durchgekommen ist, weitere Tribuchets zerstören. So. Zum Angriff! Niu. So, das ist jetzt Gruppe 4. Stattdessen. 5 ist immer noch da. Gruppe 6 ist unser Rambok. Unser diplomatischer Türklopfer. Vorwärts! Kommen wir rüber. Schon unterwegs. Jawohl. Schon die Belagerung wurde aufgehoben. Ich wünsche euch zu sprechen. Okay. Was haltet ihr davon, wenn ihr euch an den Türklopfer... Ne, erstmal geht ihr zuallererst. Alles klar. Geht ihr das Teil abholen. Wir können sie schon mal in die Position bringen, mit dem Sultan, mit dem Kalifen zu sprechen. Sultan ist er nicht. So. Schon und aber eigentlich wollen wir euch an den Türklopfklopfer dran setzen. Seid auf der Hut! So, und dieses Katapult kann zu den anderen Katapulten kommen. Hey, was geht? Habt ihr Probleme?
Jawohl! Das wette ich wohl. Wie ihr wünscht. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wir kommen zwar nicht rein, aber die können uns auch nicht draußen halten. Schiff ist eingetroffen. Deine. Nehme ich. Gut, was ich gerade sagen wollte. Oder bedenken wollte. Kann man von hier aus vielleicht, wenn wir einen Dieb hätten? Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Holen wir uns erstmal einen Dieb, der kommt hier überall rein. Wie ihr und solange wir nicht mühselig reinschmuggeln müssen, ein sollten wir da irgendwo aufs Territorium setzen. Wo niemanden stört. Aber wenn wir den zerstören müssen, können wir von diesem Hügel hier aus da drauf schießen? Was meint ihr? Ich halte es für möglich. Na klar, wir könnten die Mauer durchbrechen und dann hier durch die Mauer durchprügeln und dann wären wir auch schon wieder da. Oder durch das Tor dann durchgehen und hier reinbrechen. Aber wenn wir sie komplett zerstören müssen, dann ist die Burg von hier aus vielleicht gerade ganz knapp erreichbar. Vielleicht. Das werden wir abtesten müssen, sobald es soweit ist. Speichern. Wenn der Feind natürlich seine Katapulte dahin setzt, dann machen wir natürlich vergleichsweise wenig bei der ganzen Aktion. Der Dieb kann uns gleich erstmal sagen, wie der Ruf von Akon so ist. Niedrig. Okay, die Truppen werden nicht so stark sein. Sofort. Sofort. Aber sie werden natürlich eine Überzahl haben. Ihr wollt noch etwas mit mir besprechen? Geht es um das Buch? Sorgt euch nicht, das habe ich nicht vergessen. Nein, es geht mir nicht um das Buch. Ihr habt nicht gezögert, mich und meine Untertanen von dem sicheren Tod durch die Klingen der Fanatiker zu bewahren. Dafür würde ich euch danken. Das versteht sie doch von selbst. Schließlich muss ich noch eurem Auftrag erfüllen. Und es wird kein gutes Licht auf mich werfen, wenn mir meine Arbeitgeber wegsterben. Das ist natürlich ein Argument. Jedenfalls werde ich euch einen reichlichen Bonus für die Rettung meiner Stadt auszahlen. Oh, Bonus ist immer schön. Ich fühle mich geehrt und werde mich sofort dran setzen, endlich das zu tun, wofür ihr mich eigentlich angeheuert habt. Dürfen wir unser Buch jetzt schreiben? Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Wie könnt ihr es wagen, das christliche Abendland der zu verraten? Diese Reichtümer sollten Mutterkirche gehören und nicht den Ungläubigen. Ich werde euch zeigen, was es bedeutet, sich mir in den Weg zu stellen. Ich mache die Kreuzfahrer nicht nur wieder groß, sondern größer. Nein. So viel dazu, endlich anzufangen. Auf euren Befehl. Falls euch nicht die Finger mit den Fanatikern beschmutzen wollt, kommt zu mir. Ich habe für euch einen Vorschlag zu machen. Ich bin sehr interessiert an einem Vorschlag. Das ist voll. Seid ihr bereit, komplett outclassed zu werden? Vorwärts! Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Stürmt los! Ei! Da drauf. Schießt die Mauern leer. Lass nicht zu, dass die hier den Schwachsinn machen. Stürmt los! Eine Militäreinheit wurde geschlagen. In den Kampf! Ihr dürft nicht zulassen, dass die Katapulte gebaut wird. Alles klar. Angriff! In den Kampf! Wo kommt der Typ? Da ist er. Steht das frei? Feind zurück! Schwerter, da drauf. Kostet, was es wolle. Lass das nicht zu. Wir müssen die Kontrolle über diese Bresche kriegen. Auf euren Befehl. Aber wir können auch nicht in den Akon reingehen. Ei! Hinauf und hinüber! Die Mauer können. Die Seite der Mauer können wir uns nähen. Die andere nicht.
So, so wird verhindert, dass hier jemand einen Katapult draufsetzen kann. Auf euren Befehl. Auf die Seite können wir nicht wirklich hochgehen, weil da zu viele Schützen sind für unseren Geschmack. Lass da auch bitte ab. Sofort. Nahkämpfer haben wir doch ausreichend. Nein, lass das. Jawohl! So. Sind wir da? Sehr gut, wir sind da. Gib mir deinen Vorschlag. Das Lagerhaus ist voll. Ihr habt eine Idee, welche mir helfen könnte, die Kreuzfahrer einfacher zu besiegen? In der Tat. Warum solltet ihr euch unnötig verausgaben, wenn ihr euren Verstand einsetzen könnt? Ich habe noch einige kontaminierte Kleidungsstücke aus solchen Zeiten. Ihr könntet an einer geeigneten Stelle ein Trebuchet errichten und sie in die Stadt hineinwerfen. So könnt ihr den Lockdown umgehen und den Feind durch die Seuche schwächen. Oh. Weißt du was? Corona-Bomben! Eine kluge Idee. Ein kluger Schachzug. Ich werde jede Hilfe annehmen, die ich bekommen kann. Es ist ehrlos. Unfassbar ehrlos. Wir tun das. Wir greifen die Zivilisten mit Seuchen an. Wunderbar. Such nach einer guten Schussposition in der Nähe der Stadt. Aber abgelegen genug, damit sie nicht sofort bemerken. Dann baut ein Trebuchet und schleudert die verseuchte Wäsche hinein nach Akkon. Wir werden angegriffen. Hey, die haben ein Tor wieder aufgebaut in der Zeit. Wie dreist. Angriff. Angriff. Nein, nicht niederbrennen. Nichts, was mir müsste, ist einen guten Platz fürs Trebuchet geben. Wo? Da. Ah. Schon unterwegs. Björn. Sofort. Die haben eiskalt. Beschützt dieses Ziel. Wir haben eiskalt während der Sequenz das Tor wieder aufgebaut, weil während der Sequenz natürlich kein Schaden angerichtet werden kann. Verstanden. Schon unterwegs. Jemand von euch ist noch am Leben, noch das Tor auf. Kämpft weiter. Zum Angriff. Kämpft weiter. Dann halt das Tor geöffnet. Hier. So. Alles klar. So, lasst euren Unsinn. Dies muss die Stelle sein. Ich muss nur ein Trebuchet errichten. Bau es. Unsere Truppen werden angegriffen. Fall noch weiter zu schwächen ist eine gute Sache. Verstanden. Okay, wir reevaluieren unsere bisherige Position. Wir schießen die Mauer frei. So gut es geht. Unser Ruf, der Ruf unserer Stadt ist auch in den Keller gegangen, wegen der Seuche, die wir jetzt gekriegt haben. Zur Hölle! Das Lagerhaus ist voll. Das Lagerhaus ist voll, deswegen kommen keine Kräuter an. Weg mit dem ganzen Holz. Ein Karren wurde ausgesandt. Vorwärts! Auf euren Befehl! Der Ruf von deren Stand ist natürlich noch niedriger, aber dennoch. Die Seuche hier ist echt ein Problem geworden, weil die Kräuter einfach nicht richtig ankommen können. Und während der Pausierungszeit ist natürlich alles weiter eskaliert. Nun, in dem Fall, Hohensold. Kriegt von hier aus neue Truppen. Okay, war das alles? Ah, scheinbar. Da wollen die doch schon wieder ihr Scheißtor wieder aufbauen. Lasst nicht das nicht aufgeben. Zu. Auf die Mauern, Männer! Und aus kommen wir Verstärkungen. Sammelt euch hier. Ah, es sind weitere Verstärkungen von unseren Truppen eingetroffen. Sehr gut. Verstanden. Bringt den Rambock rüber. Wir gehen hier durch die Mauer. Bleibt wachsam! Sofern der Feind das nicht repariert, können wir es ohne weiteres hier nutzen. Wenn doch, müssen wir durch das Tor gehen. Oder übel. Ich sehe keinen Reparaturbefehl. Wie ihr wünscht. So.
Da ist Holz und da ist Geld fürs Trebuchet. Okay, die Seuche ist einfach riesig groß geworden und wir kriegen einfach keine Kräuter. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ihr seid zu lahm. Ihr tauscht Milch gegen Kräuter. Tauscht Getreide gegen Kräuter, noch besser. Kräuter sind da, das heißt, der Apotheker müsste das jetzt angeschmissen bekommen. Trebuchet steht, sehr gut. Die reparieren doch ein bisschen. Das Trebuchet festgestellt. Nun kann ich die kontaminierten Kleider über die Mauer werfen und so Topaz Jr. erheblich schwächen. Kann ich? Aktiviert das Trebuchet. Okay, dann müssen wir dahin gehen. Okay, die reparieren die Mauer. Geht zum Tor. Auf euren Befehl! Sofort! Hätten nicht repariert, wären wir da durchgegangen. So. Jeet! Ei. Ramme. Sofort! Oh nein, ich habe Symptome. Das kann nicht sein. Wir können das Tor öffnen. Alles klar. Ah nee, der Feind ist jetzt... Das ist kein Feind mehr. Schnell, bringt mir eine Spritze und eine Ampulle Sagrotan. Ich werde den Virus aus meinem Eingeweiden brennen. Genau, Spritze ist das Infektionsmittel. Das wird schon klappen. Nachdem sich Donadio Topaz Jr. mit Sagrotan selbst richtete, war die Seidenstraße endlich wieder sicher. Der Handel mit Waren aus aller Welt konnte wieder abgewickelt werden. Nachdem die Wahrheit aufgedeckt war, erlaubte der Kalif Hakim al-Haman, seine Tochter Jasmin zur Frau zu nehmen. Allerdings sollte er auch die Schrecken wieder gut machen, den er ihn eingejagt hatte, indem er seinen eigenen Tod fakte. Diese Wiedergutmachung umfasste seine Tätigkeit als neuer Statthalter von Akkon. So sollte eine neue Festung gegen die Kreuzfahrer entstehen. Endlich kam Elgar von Marple dazu, ihren Auftrag zu erfüllen. Sie schrieb dem Kalifen einen Roman, der mit Sicherheit ein weiterer Bestseller hätte werden können. Er verblieb jedoch für viele Jahre im Besitz des Kalifen und wurde erst viele Generationen später bekannt. Wir haben so ein kleines Krankheitsproblem in unserer Stadt. Währenddessen erblühte der Handel von neuem. Die Seidenstraße blieb noch für viele Jahrhundert Jahre die wichtigste Handelsstraße zwischen Orient und Okzident. Wunderbar. Das Schiff hat den Hafen wieder verlassen. Wir setzen fort. Wir müssen die Krankheit vorher loswerden. Ich kann nicht damit leben, dass wir diese Krankheit... Problematik noch nicht gelöst kriegen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Das Problem ist aber, das hängt nicht wirklich von uns ab. Wir können da nichts zu machen, dass hier mehr davon reinkommt, außer das Lagerhaus leer zu halten. Solange Platz im Lagerhaus ist, sind wir in der Lage, unsere Sachen hier wieder anzutreiben. Mit dem überfüllten Lagerhaus wird das nicht funktionieren. Ein Karren wurde ausgesandt. Okay, die Krankheit ist gleich im Griff. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Naja, fast. Kräuter kommen zumindest gerade rein. Das wollen wir vorher noch ganz kurz behoben haben. Und unsere Armee können wir auch kurz mal ein bisschen richten, denn das ist ja fürchterlich, was hier passiert ist. Die können wir ganz kurz mal wieder schön herrichten. Die ganzen kaputten Trupps entlassen und durch volle Trupps ersetzen. Boah, ich denke, dass es nicht mal nötig wäre. Wir frischen einfach wieder auf. Auf euren Befehl! Wärter, geht da hoch. Auf euren Befehl! Schützen, sammelt euch hier. Wir fangen an, die Schützen wieder herzurichten. Ei. Alles klar. Wie ihr wünscht. Jawohl!
Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Bergungslimit? Die Soldatenlimit erreicht, okay. Ich kann ein paar Schwerter entlassen. Die angekratzten der Schwertkämpfer können es mal weichen. Okay, dieser Schwertkämpfer-Trupp kann auch weichen. Schon unterwegs! So und so. Man darf auf gar keinen Fall jemals den Kräuterhandel aussetzen lassen. Ansonsten passiert sowas, wie wir gerade gesehen haben. Gut, die Armee ist wieder hergerichtet. Wo ist unser Dieb? Wir haben noch einen Dieb. Wir haben noch einen Bogenschützen übrig. Moment, was? Oh, wir haben die Schwerter nicht alle wieder hergerichtet. Hier. Der kann das mal weichen. Jawohl! Die Schwerter sind noch nicht alles klar. Verkomplettiert. So. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Und jetzt haben wir das Limit ausgereizt. Wunderbar. Ein Theater können wir starten. Und jetzt ist alles wiederhergestellt, wie es sein sollte. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Und das wäre der Mord auf der Seidenstraße gewesen. Gespielte Zeit 8 Stunden angeblich. Die Wahrheit ist, wir waren einfach durchgehend beschleunigt und haben Turbo gegeben. Über sehr viele Punkte haben wir einen Überblick. 200 Siedler, 65 Ehefrauen, 60%iger Ruf im Durchschnitt, 974 Streikende. Gegen Ende wurde es ein bisschen wild. Die Produktion, das Militär, 190 Einheiten rekrutiert, 318 besiegt, 21 Gebäude zerstört, 6 Söldner angeheuert, indem wir sie geklaut haben gewissermaßen, oder indem wir sie vom Hafen angeworben haben. Ich glaube, das ist was zählt. Aber wir haben 3 Trupps angeheuert, das heißt, wir müssten eigentlich auf 9 kommen. Es sind wahrscheinlich einfach die bekehrten Söldner. Und die Titel, die wir erreicht haben. Und das, liebe Gemeinde, war diese Karte. Und damit auch die letzte und jüngste Karte, die Total War Angel aktuell rausgehauen hat. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir da weiter vorangehen wollen. Als nächstes hätte ich jetzt eigentlich die Karten von Barbara im Auge. Ich werde nebenbei noch weiter an dem Register arbeiten, damit wir nicht mehr unbedingt immer nur von Mapper zu Mapper gehen müssen und ein bisschen freier durch die Gegend switchen können. Ich hoffe, dass wir rechtzeitig fertig werden. Bis dahin allerdings bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dein Cheerio.